Hallöchen, liebe Freunde, willkommen zu einer weiteren Folge von Dismantle. Wir waren jetzt letztes Mal stehen geblieben. Wir können auch den restlichen Teil hier erkunden. Wobei wir sind das letzte Mal auf einer stehen geblieben. Bin aber zurückgelaufen. Weil Aufnahmepause und so. Und da würde ich sagen, gucken wir uns den Rest hier noch an, der hier rumliegt. Schauen wir, was hier uns noch so erwartet. Ein paar Gegner. Bisschen Ressourcen. Wieder ein neuer Hund. Pilze. Lecker Schmeckerpilze. So. Oh. Aha. 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 Okay, nochmal 2800 XP dazu bekommen. Perfekt. Tiere muss ich nicht mehr töten. Muss den höchstens noch ein paar Leckerchen geben. Vielleicht sollte das auch mal langsam mal angehen, war dieses Achievement. Ein paar Leckerchen craften. Vielleicht kämpfen sie dann erst für mich, weil. Das kann wahrscheinlich sein. Gut, dann nehmen wir den Rest da unten noch mit. Ja, Obelisk, ja, Werden wir irgendwann mal machen, denke ich. Aber nicht jetzt. Obeliskenkämpfe sind jetzt nicht so spannend. Aber mit den Türmen, glaube ich, wird das viel interessanter werden. Würde ich aber gerne erst machen. Wenn wir vielleicht noch ein paar mehr CPUs haben, weil so viele haben wir derzeit gar nicht mehr. Wir haben noch... Wir haben 8, okay. Ach, ist doch nicht so wenig. Bam! Haben wir da ein paar Fische zum Angeln? Gut, 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 gut. Dann sind wir ja auch schon fast durch, wa? Dann können wir uns jetzt entscheiden, ob wir gehen rechts oder links oder rechts lang. Worauf wir Bock hätten. Künstlerhaus. Oha! Darf ich das kaputt machen? Okay, jetzt habe ich sie schon kaputt gemacht. No! Könnte ich mir vorstellen, dass da drunter was zum Graben ist. Na gut, der hat was gefunden, aber nichts von Bedeutung. Ups. Schon wieder volles Inventar. Meine Güte. So, was haben wir hier schönes? Notiz. Keiner meiner Freunde will mit mir spielen. Für die gibt es nur noch den großen Bruder. Okay. Ich habe niemanden, der mir Gesellschaft leistet. Ach, der da. Ich helfe dir. Ich erlöse dich von deinem Leid. Sonst sind ja alle tot. Was steht da drauf? Bitte nicht die Kunstinstallation berühren, Frank. Ups. Upsi. So, wo sind meine Fische? Da sind sie. Fast ins Wasser rein. Oh, da haben wir noch einen kleinen Jason, der auf uns wartet. Der möchte gerne von uns von hinten gekillt werden. Oh, ich habe keine Lust zu warten, bis sie keine Agro mehr haben. Na gut. Ding, 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 ding. Wir haben wieder ein paar Pilze. Ding, 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 ding. So, wo sind wir denn gerade? Auf den anderen Seiten von den Docks. Ein gestrandetes Schiff. Noch mehr Eier. Meine Güte, was hier alles rumliegt. Noch mehr Pilze. Und da waren wir schon drin. Gut, gut. Schauen wir mal, ob es hier irgendwo ein paar Grabestellen gibt. Weil ich habe schon seit echt langer Zeit nichts mehr ausgegraben.
Müssten wir auch mal wieder was finden, ne? Ja gut, das ist halt so der Hinterausgang von dem Dock, ne? Theoretisch, hätten wir letztens gehen können. Aber ich bin hier rein, ja. Naja, wo auch immer der Hund hin ist oder die Hunde hin sind. Mit dem Reh abgehauen. Immer so viele Dicke hier rumlaufen. Bam! So, hier haben wir noch ein bisschen Dunkles. Ein paar Bärchen. Nom, nom, nom. Auch schon gekillt? Okay. Naja, wo die anderen jetzt hin sind, keine Ahnung. Damit haben wir auch das erledigt. Oder ist auch noch was Komisches. Aber da müssen wir erstmal hinlaufen. Irgendwie hinkommen, aber. Käme ich denn dahin? Guck mal hier unten, aber zum Beispiel was hier unten ist, was auf dem Boden. Tja, mich würde tatsächlich das da unten reizen, ne, mit der Energie. Deswegen würde ich tatsächlich sagen, gehen wir da unten hin. Wahrscheinlich, wenn mir zu warm ist, verliere ich auch bestimmt nur ein bisschen Leben, oder? Ich werde nicht sofort instant sterben. Dann denke ich, würde ich einfach mal in die falsche Richtung laufen. Typisch. Ah ja, perfekt. Lagerfeuer. Und einfach mal dahin gehen zu dem Ort mit der Energie. Und noch die Kakteen, die restlichen, die wir noch brauchen. Können wir uns dann auch noch... Apropos, wir können noch mal ganz kurz mit dem Teleport-Turm nach Lunatica, wobei das eigentlich... Ah, das ist erstmal egal. Das können wir dann machen, wenn wir die Brennstoffzelle abgeben. War ich da drüben schon mal? Verdächtig, sehr verdächtig. Sehr verdächtig, oder? Ah. Und vielleicht damit hier irgendwo hin? Nö. Bringt uns nicht viel. Am nächsten ist er nicht gleich direkt gestorben. Schon mal praktisch. Gut, dann lass uns da hinlatschen. Einmal nach ganz unten. Durch. Tja, wenn ich mal den Weg finden würde. Einmal hier rüber. Und dann nach unten durch. Und dann können wir uns in der heißen Wüste mal ein bisschen auf was reinziehen. Und auch mal das mit der kosmischen Energie, mit dem Mana herausfinden, was wir da machen können. Bin ich mal gespannt. Können wir unser Hütchen anziehen. Und meinetwegen einen Eisblock. Und dann geht's los. Vermutlich werden wir es trotzdem nicht aushalten. 35, 36, 37, 38, 39, 40. Wenn es 41 wird, ist es schwierig, oder? Ja. Gut. Ich möchte gern zum Verbindungsturm. Ich würde sagen, einfach mal durchlaufen. Wie immer. Oh, Kakteen. Oh, ein Lagerfeuer. Ja. 78 von 103. Es sind noch 25 Lagerfeuer irgendwo hier. Holy shit. Aua. Na, mal gucken, wo wir hier langlaufen können. Habe ich Eier gesehen? Habe ich Eier gesehen? Habe ich einen Ghoul gesehen? Ah, leck mich doch. Schauen wir nochmal, wo es hier lang geht. Aber noch komme ich gut klar. Sind bei 40 Grad, oder? Maximal. Nerv mich nicht. Solaris Bahnhof. Oh, da ist Solaris. Ah, ja. Hätte es reparieren? Nee, oder? Oh, ich könnte die wegballern. Ups.
Das Falsche zum Wegballern. Ja, schade, das hat es nur mit Ladung gibt. Das wäre schon ganz cool, wenn man damit die ganze Zeit ballern könnte. Ganz schön heiß. Mandrakes, vor mehr als 100 Jahren errichtete Eisenbahnbrücke, führt über die Schlucht auf die andere Seite. Ich glaube, ich komme da sogar gar nicht hin, oder? Kann das sein? Muss ich wirklich das andere machen? Schauen wir mal. Schluchtaussichtspunkt. Ja, wir haben echt nur einen Aussichtspunkt. Tütteltobis Sprit und Snacks. Solaris. Ach, guck mal, hier muss doch das Werkzeug sein, ne? Die, wie heißt das? Die Ersatzteile. Wir müssen es ja aus Solaris holen. Wir müssen noch ein paar Kakteen kaputt machen. Perfekt. Immer noch eins mit, einfach für Stacks. Fürs Inventar. So, da ist Brücke mit Bauholz und eine Kacke aber auch. Ja, ja. Da brauche ich wie viel Bauholz? 10. Habe ich so viel? Ich hasse mein Leben. Okay. Da habe ich auch keinen Bock drauf. Aber da wird eine Gruft sein. I think. Wir werden ja nicht kämpfen. Okay, hier ist keine Gruft. Ja, moin. Zerstört einfach alles. Aber was ist hier? Warum sollte ich hier hinlaufen? Naja. Haben ein bisschen was mitgenommen, ist okay. Gut, wir müssen zum Lagerfeuer. Wir müssen im Prinzip zum... Ja. Doch nach Lunaris zurück. Lunatica, nicht Lunaris. Ab nach Lunatica, denn wir brauchen Bauholz. Das Problem ist, ich muss dafür zu einem Verbindungsturm. Und der Verbindungsturm ist arschweit weg. Das ist mein Leben. Okay, lass uns erstmal hier weiter gucken. Definitiv wird, ein Knochen ist okay. Das Reparaturkit hinter dem Zaun legen. Wir müssen nicht allzu viel killen. Kommt eh alles wieder. Aber schön. Schön, dass wir den Weg hier gefunden haben. Was haben wir denn da? Eine Tür. Interessant. Aber wir haben jetzt leider meine Flagge gerade noch auf dem Dämonenportal. Irgendwo ist hier eine Flagge. Ich weiß nicht, irgendwo auf meiner Map sehe ich eine Flagge, die Richtung hier zeigt. Aha. Nee, da wird das nicht sein. Da wird das tatsächlich da hinten sein. Irgendwo hier muss eine Flagge sein. Ich weiß gar nicht genau wo. Naja. Dann müssen wir jetzt tatsächlich zurück. Aber lass uns erstmal trotzdem hier versuchen, das Reparaturkit zu finden. Die Gegner müssen wir nicht killen, ist jetzt nicht wichtig. Wichtig ist einzig und allein das Reparaturkit für den Zug. Alter, wie groß ist denn das, bitteschön? 1000 Bäume. 1000 Hunde. So, wo geht's da lang? Da geht's wieder zum Eingang, alles klar. Oder hier ist der Eingang. Dann schauen wir doch mal, was hier sich in der Stadt verbirgt. Auch wenn ich hier nicht viel mitnehmen kann. Das Reparaturkit brauche ich dann schon. Nice. Perfekt. Ja, da sehe ich einfach einen Automat mit da. Extra dinnerrestrisches Restaurant aus in Solaris. Aha, ja. Artefakte, die anscheinend aus einer antiken außerirdischen Zivilisation stammen. Souvenirs. Bezahlen bitte am Tresen. Wir akzeptieren keine Kreditkarten. Menü. Archensuppe. Fisch und Chips nach Gründerart. Absturzcafé. Kratertörtchen, der wiederkehrende Burger. Menü. Mana-Reis mit Curry. Top-Secret-Tomatensuppe. Kronenschinken. Alchemisten. Apfel. Risotto. Pyramidenpfannkuchen. Futuristisches Filetsteak. Und wir können hier wieder spielen.
Da ist noch irgendwas. Bericht über Sichtungen bizarrer Anomalien. Viele Menschen behaupten, dass diese Invasoren noch unter uns sind und sich direkt vor unserer Nase verstecken. Was haben wir hier? Klunkerschieber. Wieder mal. Ah, ist langweilig. Legt nicht machen. Aha, guck hier. Ja, 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 sehe ich. Machen Sie ein Foto von einem echten Alien-Skelett. Mach mal zu hier. Ich bin mal so frei. Ich suche aber etwas. Und das sind keine Zutaten, ehrlich gesagt. Ich suche ein Reparaturkit. Wo könnte das unter uns weilen? Möhren? Da haben wir noch einen Computer. Da vielleicht irgendwas? Nö. Nö, nö, nö. Schade. Mhm, okay. Mann, warum sind da so viele große? Ich muss ja alle nochmal killen. Super nervig. Hier können vielleicht Ersatzteile sein. Vielleicht aber auch nicht. Ich weiß nicht. Okay, da haben wir ein Lagerfeuer. Was wollen wir da vorher? Kochen, wa? Können wir ein bisschen was kochen? Ein Kaktussalat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chance auf Ausgang plus 2,5%. Perfekt! Nehme ich mit. Und ich wollte. Das kann ich ja eh sowieso die ganze Zeit mitnehmen. Die Tierleckerchen mitnehmen. Wollte ich noch was anderes machen? Ich wollte sie verbessern, ne? Damit ich ein paar mehr davon habe. Und ich kann Materialtransporter. Ja, okay, jetzt machen wir es mal. Die Tierleckerchen gibt's noch. 30 Tomaten. 27 grünen Salat. 24 Kartoffeln. 21 von Weißwurst. Ich bin zu teuer, ehrlich gesagt. Naja. Mehr wollte ich nicht. Ach ja, das stimmt. War Lagerfeuer. War wenig clever von mir. Ich geb's zu. Aha, hier hinten haben wir noch was, aber nichts für uns. Ja, war am Lagerfeuer sehr wenig clever für mich. Na egal. Hier haben wir schon mitgenommen, die Eier. Aber wo haben wir das Reparaturkit? Das wird hier irgendwo sein. Ach, verdammt. Ach, verdammt. Haben die einen Speed, die Drecksviecher? Mann, wäre ich doch mal nicht ans Lagerfeuer gegangen. Ich trottel. Alles wieder resettet. Tschuk, 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 tschuk. Ich hätte ja wirklich gedacht, dass hier die. Ah, da sind sie, oder? Filled with old energy packs. Perfekt. This must be the repair parts for the train at Mandrake's Diamantenmine. Dann haben wir jetzt die Quest erledigt. Würde mich tatsächlich reizen, aber. Oh, da ist noch was. Was dunkel gewesen. Gute Frage. Gehen wir jetzt wirklich nach da unten? Oh. Ich lebe ja. Aufgrund von Treibstoff haben wir das Benzin auf 20 Liter pro Kunde rationiert. Aber da waren wir nicht drin, oder? Nee. Naja. Ein bisschen Holz lesen. Hallo Tobi, ich habe die übliche wöchentliche Lieferung vorbeigebracht. Sieht aus, als würde die Lebensmittelknappheit schlimmer. Einige Sachen sind einfach nicht mehr zu kriegen. Stellt alles im Lieferschein. Aus der Straße ganz auf der
auf der Straße ganz in der Nähe ist außerdem ein anderer Laster stecken geblieben, wohl mit irgendwelchen Eisenbahnteilen. Überall gibt es Ausgangs- und Straßensperren. Der Fahrer meinte, der Wagen müsse eine Zeit lang da bleiben, bis sich die Lage bessert. Ich hoffe, das passiert bald. Bis nächste Woche dann, Anna. Ich glaube, das sind die Ersatzteile für den kaputten Zug in Mandrags Diamantenmine. Achso, ja, kann ich auch nicht. Wollte schon sagen. Hier ist vor allem auch auf dem Berg halt nochmal einen Spot. Ne? Und hier sind Diamanten, TNT-Kisten. Kann man alles in die Luft sprengen. Tja, ist eine gute Frage. Gehen wir jetzt da unten hin oder? Wir haben jetzt alles erkundet hier, ne? Wir können ja auch einfach das reparieren mit dem Bauholz. Aber das brauche ich halt erstmal. Was auch ich Bock habe. Gib mal die Pillen her hier. Ich hab keinen Bock zu laufen. Wo sind die? Bin ich doof? Ist das eine Waffe? Spezialgegenstand, oder? Na gut, das ist da. Das lohnt sich auch nicht. Und wenn ich jetzt zu meinem Base gehe, bin ich tot. Und da habe ich alle Items verloren. Psst. Du hast mich nicht gesehen. Du hast mich nicht gesehen. Okay. Was machen wir? Gehen wir jetzt da oben lang oder gehen wir jetzt hier unten lang, wenn ich das ja schon freigeschaltet habe? Aber das mit den Anomalien würde ich halt ganz gerne cool finden. Aber wir gehen da unten hin. Dafür müssen wir dummerweise erst wieder an den Kai, dann werden wir kurz, ja, gut, das Warholz brauchen wir tatsächlich gar nicht. Wir werden trotzdem vieles in Auftrag geben, denke ich, dass wir ein bisschen Reserve haben, falls wir wieder was brauchen. Gerade Titan brauche ich für die Raketentürme. Und wir haben auch schon ewig keinen Bunker mehr gefunden, ne? Weil ich die anderen Bunker noch nicht mehr gemacht habe. Warum brauche ich noch so einen transportablen Tower? Dass man sich von jederzeit überall hin teleportieren könnte. So wie es auch die Materialkiste gibt. Wird es ja wohl möglich sein, sich so einen Tower zu bauen. Ist ja wohl nicht so das Problem, ne? Ab nach Lunatica. Ja, da ist ordentlich was gespawnt. Wir machen Bauholz. Was glaube ich, habe ich denn? 90 habe ich nur. Oh, ist aber nicht viel. Dann behalten wir davon was. So. Start. Dann machen wir. Perfekt. Machen wir davon auch ein bisschen was. Ja, genau das gleiche. Hier machen wir Stahl. Wie viel Eisen habe ich? 350. Easy. Und hier kommt dann wieder Titan. Wie viel Stahl habe ich? 76. So. Alles drin damit. Und wir gehen einfach mal nach... Ja, wir gehen jetzt einfach da unten hin. In die Zeng-Wüste. Damit wir die ganzen Jumps machen können. Dann fehlt nochmal überall, ist hier alles noch dunkel. Voll nervig, oder? Let's go! Reparieren wir es. Das sollte reichen. Springen wir auf und fahren mit der nächsten Lokomotive. Aber ich verstehe nicht, warum hier nicht einfach rübergeklettert ist. Seriously. So stupid. Ja, okay. Boah, bringt aber viel Erfahrung. Holy shit. Nehme ich nämlich zu, der wäre es ein bisschen schwieriger geworden, aber auch da hätte man theoretisch rüberklettern können. Spiel, sei doch nicht so unrealistisch. Perfekt. Und jetzt chillt er sich ihn ab. Mega gut. Gefällt mir. Jetzt sind wir wieder leider das gleiche Problem wie bei der anderen Zugendfahrt. Wir sind irgendwo. Milliarden gehen um uns herum, aber der Turm könnte gleich in der Nähe sein. Weil der war ja auch ziemlich weit weg, ne? Auf jeden Fall auch ein Lagerfeuer. Auf dem Weg nach nirgendwo. So sieht's aus. Genau das ist es nämlich gerade. Entzünde das Lagerfeuer am Solaris-Bahnhof. Der Zug hat sich tapfer durch alle Hindernisse gepflügt. Ich wollte
Ja, ich war mir gerade unsicher, ob das weitergeht. Bin ich mir unsicher gewesen. Der Zug hat sich tapfer durch ein Hindernis gefügt und dich durch die sengende Wüstenhitze gebracht. 22.000 XP. Und ich möchte gern zum Turm. Ja, also fast, ne? Fast. Hier ist irgendwo eine Quest. Ah, hier drin. Also quasi fast, ne? Komm ich denn da hoch? Ganz schön heiß. Die Luft flimmert vor Hitze und weiter im Süden dürfte es noch schlimmer werden. Vielleicht gibt es am Bahnhof irgendwas, das deine Überlebenschancen verbessert. Schau dich auf dem Solaris-Bahnhof nach etwas um, das gegen die Hitze helfen könnte. Kühler Kopf, heiße Füße. Na, dann wird es doch hier irgendwo ein Rezept geben wieder. Eine kurze Warnung: Rechnen Sie mit extrem hohen Temperaturen vor Ort. Auch die militärischen Aktivitäten in dieser Gegend sind stärker als normal. Die südlichen Bereiche sind derzeit unzugänglich. Lesen wir das gute Stück mal. Pelzmützen hergestellt von der Straßenreinigungs-KG. Danke, ist schon gut, ich brauche nichts. Was haben wir da noch Schönes? Wir brauchen also wieder hier irgendwo. Wir sollen uns auf dem Solaris-Bahnhof umschauen. Na gut, dann muss es hier irgendwas geben. Lieferscheine, selbst erhitzende Wärmflaschen. Das ist auch nicht wirklich was gegen die Kälte, gegen die Hitze, ne? Aber da drin war, glaube ich, noch was. Ja. Wo sonst war? Gegenstand: cooler klassischer Wüstenhelm. Bestätigung der Lieferung an den Solarishof. Begib dich zu Allens Hof im östlichen Teil der Wüste. Und mich da verkackeiern, ey. Na gut, das könnte nützlich sein. Die Position ist auf der Karte markiert. Ich brauche nur der Straße zu folgen. Juhu! Oh, ich bin falsch. Da muss ich lang. Juhu! Ich werde auch. Krieg doch. Ja, ich muss auch nur Leben verlieren. Ich werde nicht instant sterben. Ich verliere ein bisschen Leben. Erkunde bei der Gelegenheit noch ein bisschen was. Die sind so fast. Wie können die so fast sein? Habe ich leider gesehen. Irgendwie. So, da muss ich definitiv zum. Ja, eigentlich brauche ich das gar nicht, ne? Aber wir machen es trotzdem. Geh weg, kleines Hündchen. Geh weg, kleines Hündchen. Zwei haben mich wieder gesehen. Naja, der andere nicht. Okay. Wieder Hundis. Aber hier sind wir jetzt auf dem Hof. Erstmal im Lagerfeuer ein bisschen, ne, ein bisschen kühler. 38 Grad. Chillig. So, bedauerlicherweise muss ich alles kaputt machen wieder. Und alles durchsuchen. Aua. Auch schön, dass er ein bisschen was kaputt gemacht hat. Müssen uns bestimmt hier ein bisschen umgucken, ne? Dann schauen wir doch mal, wo das sein könnte. Suche nach dem Bauplan für den Wüstenhelm. Ist das nervig einfach nur. Wie sie sich selbst gestunt hat. Nope. Ah, macht das schön knack. Geilo, steilo. Ich denke, hier wird es drin sein. Das ist mir zu verbarrikadiert, das Haus. Hier ist wirklich verbarrikadiert, komplett, ja. Es gibt keinen Eingang. Na dann, habe ich gehört, gehen wir mal durchs Bad rein. Na klar, hänge ich hier wieder irgendwo fest.
Okay, ich habe gehört, hier ist noch eine Tür offen. Kann das schon nicht mehr mitnehmen hier. Keine Rezepte bisher. Denk dann im Briefkasten nachzusehen wegen der Antwort auf diese Wüstenhelm-Sache. Mhm. 4 Stacks haben mittlerweile. Schau mal in den Briefkasten. Achso, das war tatsächlich ein Hinweis, ja. Gut. Wo haben wir einen Briefkasten? Warum ist da vorne der Briefkasten? Why? Warum ist da vorne ein Briefkasten? Keine Ahnung. Ah ja. Sehr geehrte Frau Allen, leider hat das Militär der Insel keinerlei Interesse an Ihrem Helmdesign. Er ist zwar ziemlich wirksam gegen schlechtes Wetter, bietet aber nicht genug Schutz gegen andere Anwirkungen. Allerdings gefiel unseren Tester das klassische Design des Helms sehr gut. Der Musterhelm wird an der Militärstraßensperre aufbewahrt und kann dort wieder abgeholt werden. Cool, ich mache aber weiter. Völlig unbeeindruckt. Boah, Junge. Kriegen wir langsam mal, was ich haben möchte? Ist ja super nervig, immer wieder irgendwo hingeschickt zu werden. Wenn diese Frau Allen wegen der Helme kommt, die Dinger sind im Lieferwagen verstaut. Fick dich wirklich. Boah, gib mir das Game gerade auf den Sack, ey. Gib mir doch einfach das, was ich haben möchte. Danke. Bring mir trotzdem nichts. Du kannst jetzt ein Wüstenhelm erstellen. Das hilft dir in den glutheißen Wüsten. Das stimmt. Das bringt mir ein bisschen mehr. Auf 45. Wir sind aber bei 49. Das heißt, ich müsste mein Material-Ding sowieso austauschen. Und das finde ich uncool. Was wir machen werden, ist auf jeden Fall jetzt... Ah, es macht schon viel Schaden. Finde ich schon. Eine Pause. So sieht's aus. Wir machen kurz hier eine Pause. In der nächsten Folge geht es dann weiter bei Dismetal. Bis dahin, Leute. Haut rein. Ciao, ciao.